Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Spec Ops The Line mit dem lieben, ich habe keine Ahnung mehr, wie wir heißen, Walker, genau, unser Walker, unseren beiden Mitstreitern Lugo und Adams, genau. Wupp. So, schön durch eine Unterführung durch unserem Granatwerfer. Ich glaube, wir haben gerade keine andere Waffe, kann das sein? Hey, bist du bekloppt, Mann? Du hast Adams erledigt. Scheiße. Ah, fängt ja gut an. Ach, schön. Toll. Warum schmeißt er eine Granate? Oh, toll. So. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst, ein Köder? Wir beißen an. Das ist fair. Ah, mit E war Waffenwechsel. Warum ist das mit E? Verdammte Axt. Warum nicht mit Mausrad? Okay. Gut. Weiter geht's. Diesmal ohne Granaten schmeißen, ne? Jungs. Und ich muss die Maus ein bisschen... Wow. Langsamer machen. So. Ich wollte sagen, Signal kommt von da unten. Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Hallo. Ist hier jemand? Echo. Ich schmeiß mal einen Stein. Ich glaube, der ist unten angekommen. Ich dachte gerade eben erst, echt so... dass das Patronenhülsen wären. Moment, ich werfe eine Flasche. Ich glaube, ich habe sie fallen hören. Okay. Gut, Jungs. Okay. Alter, ein kranker Typ. Oh, das wird doch heiß an den Finger. Oh, aua, aua, aua. Au. Oh, Leute. Ihr seid da bekloppt. Ich hatte für irgendwas anderes genommen. Aber nicht die Hände. Hier ist der Letzte. Wenn's der Letzte ist, dann behalt ihn, Mann. Nimm nur, hab ihn sowieso Benson geklaut. Ah, der blöde Arsch. Allerdings. Bei der ganzen Scheiße vergesse ich immer, wie schön es hier sein kann. Finde ich auch. Weißt du, manchmal nachts, da setze ich mich hier hin und höre dem Wind zu. Ja, erinnert mich dran, wie der Wind zu Hause immer in den Bäumen geheult hat. Total friedlich war das. An Frieden mag man ja hier gar nicht mehr glauben. Man muss Frieden suchen, egal wo man ist, damit man weiß, wofür man kämpft. Stimmt. Also danke für den Kargummi. Ich sehe mich oben um. Schon gut. Da sind sie! Vorsicht! Schraub schon den anderen! Vorsicht! Ich lade nach! Ja, mach mal! Mist, ich hätte mich ranschleichen sollen. Wie macht man nochmal einen Schalldämpfer drauf? Sekunde. Steuerung. Bestenliste. Zielmodus. F. Okay. Sprint. Nachladen. C. Okay. Teambefehling. Waffe wechseln. Sicht invertieren. Nein.
Bestnetze, Infodetail. Okay. Okay. Oh, hab ich einen erwischt. Nein, oh nein. Ich hab nicht auf meine Gesundheit geachtet. Oh Gott. Gut. Bin so ein bisschen aus der Übung. Es ist wieder ein wenig dunkel. So. Okay, wir nehmen das dicke Ding und die andere Knifte. Komm, die wechseln wir aus. Hey Bradley, hast du ein Kaugummi? Hier ist der Letzte. Wenn's der Letzte ist, dann behalt ihn mal. Nimm nur, hab ihn sowieso Benson geklaut. Ja, der blöde Arsch. Allerdings. Bei der ganzen Scheiße vergesse ich immer, wie schön es hier sein kann. Finde ich auch. Weißt du, manchmal nachts, da setze ich mich hier hin und höre dem Wind zu. Ja, erinnert mich dran, wie der Wind zu Hause... Schalldämpfer drauf, erledigt sie. Total friedlich. Ja, wird gemacht. Yay. Okay, wir haben sie erwischt. Jetzt haben wir es ein bisschen besser angestellt. Ja, die haben auch noch Muni. Cool. Okay. Wie kann man nochmal Granate wechseln? Das muss ich auch noch eben gucken. So. Hier. Was? MR-Rad? Was? Ah, okay. Ah, cool. Major, eine Nachricht vom Tower. Moment. Ja, unsere Kräfte nebenan sind Soldaten. Aber erst feuern, wenn ich es sage. Weitere Grey Fox-Leute in der Gegend. Seien Sie bereit. Und den Zivilisten? Konnten wir die rausschaffen? Einige. 30, 40. Wir wissen es noch nicht. Verdammt. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie bitte, Sir? Nichts, Corporal. Sagen Sie dem Tower, wir senden bereits. Wir sind vorbereitet. Ja, Sir. Corporal, hat sich Lieutenant Bradle schon gemeldet? Nein, Sir. Checken Sie die Treppe mal, sehen, wo er bleibt. Ja, Sir. Oh, oh. Okay, schaltet sie aus. Komm, da kommt einer mit einer Schrotflinte! Scheiße! Wir schlafen hier wie die Fliegen! Seid im Anmarsch! Hab einen! Okay, erwischt, erwischt. Ja. Oh Gott. Neutralisier Magazinwechsel! Okay, geh in Position. Im Erdgeschoss wimmelt das Holztankhaus. Los! Position halten. Tempo ohne Deckung in den Heldenspiel. Stopp. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Nein. Okay. Bedrohung eliminiert! Gut. Du hast da gerade noch Blut raus? Ihhh. Och Mensch, armer Kerl. Ah, hier, da ist der Corporal. Oh, cool, der hat eine Handfeuerwaffe. Der Korporal. UMP. Oh. M249. Rücke vor! Macht natürlich ordentlich Wumms, aber egal. So, geh in Deckung. Aufpassen, da kommt eine Schrotflinte! Okay. Neutralisiert! Moment, ich hole ihm die Dicke. Bin fast leer, muss nachladen! Jo. Hier kommt aus der Deckung! Oh Gott! Wir müssen in Deckung gehen! Ja. Auch nicht gekriegt. Halt, bewegt sich! Vorsicht! Granate!
Blau, 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 blau. Werfe Granate! So, erwischt. Los, 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 los! Okay, ich lade nach. Wechsel die Waffe. Bin unterwegs! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Ah, oh, war ja klar. Oh Gott! Oh Gott! Neutralisiert! Kopfschuss! Tango neutralisiert! Und der nächste! Kopfschuss! Geht da nicht so hin, Mann! Das ist doch Wahnsinn! Ich weiß nicht, aber irgendwer befiehlt das alles hier! Muss der Typ im Radio sein. Shit. Meinst du? Würde er erklären, wieso Dubai total durchdreht? Bestimmt. Alter, okay. Oh, ja. Und I. CIA Op-Team, Codename Gray Fox. Bekannte Mitglieder Thomas Daniels, Brian Kestevan, Jeff Ricks und Rick Gould. Das Verhör von Daniels ergab, dass die CIA hinter Angriffen auf unsere Posten in der ganzen Stadt steckt. Die CIA-Attacken wurden von etlichen Mitgliedern des hiesigen Mobs, sogenannten Rebellen, unterstützt. Die Rebellen operieren angeblich knapp außerhalb der von uns kontrollierten Gebiete. Die Befragung Daniels erbrachte Hinweise auf die Lage eines Stützpunkts. Ein Angriff wurde angesetzt, um die CIA zu neutralisieren und die Ordnung in der Gegend wiederherzustellen. Wenn alle Stricke reißen, sollte Daniels benutzt werden, um andere CIA-Mitglieder hervorzulocken. Okay. Die arbeiten ja nicht so mit schönen Mitteln hier. Lade nach. Okay, klick, 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 klick. Für die dicke Knifte kommen erstmal nach hinten. Und dann würde ich sagen, seilen wir uns erstmal ab. Oh Gott. Jetzt wieder so nach. Auch wieder mit, nur mit bloßen Händen. Alter, das tut doch weh. Warte. Scharfschützen. Du zuerst, Lugo. Okay. Wo sind die überhaupt hin? Ach, da. Okay, was soll das? Geh wieder in Deckung. Ach Mensch. Guck. Au. Warum lade ich nach einem Schuss nach, ey? Ich Depp. Sind die alle? Und tschüss. Ich denke, das waren alle. Weiter vorrücken, aber Vorsicht. Gut. Ja. Schnell und docken. Scheiße, da ein Heli. Alles klar. Scheiß groß das Ding, was? Ja, und seine Freunde wissen genau, wo wir sind. Achtung, sie kommen genau auf uns zu. Oh Gott. Oh, und schnell laufen. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Da kommen noch mehr auf uns zu. Ja, geh. Feind bewegt sich, Vorsicht. Wow. Wir stecken fest, scheint sie an. Bin ich ungedeckt. Tango erledigt. Blendgranate. Aufpassen, da kommt eine Schornkarte! Fall bewegt sich, Vorsicht! Leider! Er ist ungedeckt!
Feuer! Auf kein Ziel! Da! Okay, ja, wir stehen. Weiter feuern! Aber dass sie einfach mal ins Feindfeuer reinlatschen, finde ich ein bisschen. Feind bewegt sich! Vorsicht! Feind ausgeschaltet! Schön, den Kopf. Kollege spielt Atlas, schön. Oh Gott. Was rennt da wohl in den Schuss rein? Ey? Da kommt noch mehr Verstärkung nach! Oh, willst du mich verarschen? Feind bewegt sich! Vorsicht! Tango neutralisiert! So. Bisschen über. Na. Ja, komm schon. Oder gehen. Okay. Oh Gott. Jetzt wird's hier wirklich zu einer Mohrenjagd. Er ist ungedeckt. Na, ey. Dicker. Ich lade nach. So, mit R am Bein fressen. Wer ist hin? Und sonst so wer? Ich glaube, ich muss die Musik auch mal abstellen. Moment. Sekunde. Denn die ist. Musiklautstärke. Ich muss sie leider ein bisschen in den Hintergrund schalten. Denn YouTube erkennt die anscheinend. Werfe Blender! Scheiße, Granate! Ah, ich bin geblendet! Lade nach. Hallo, da versteckt sich einer. Wir müssen in Deckung gehen! Egal. Munition voll. Klick. Ah, oh, mit R, meine Fresse. Okay, dann würde ich sagen, rennen wir mal hin. Neutralisiert! Waren das alle? Ja, alles klar. Dann mal weiter. Ich weiß nicht, ich hoffe, das war jetzt kein irgendwie GEMA-geschütztes Lied. Ja, haben sie hier noch was Interessantes rumliegen? Nee. Ah, eine M4. Bin ich da nicht drauf? Was soll denn der Rotz? Egal, komm. Das UMP. Der eine hatte doch noch einen Raketenwerfer hier dabei. Wo ist der? Da. Cool, RPG-7. Wie viele Männer brachten Sie mit Agent Daniels? Nein, ich sage jetzt gar nichts mehr. Lassen Sie mich mit Conrad reden. Wirklich? Was glaubst du, wie lange Daniels durchhält? Nicht mehr lange. Okay, wir haben noch so Nachschlitter. Okay. Ich denke mal, wir müssen nach unten. Aber hier gibt es bestimmt noch was zu entdecken. Nein. Okay, gehen wir nach unten. Jungs, ihr wartet doch noch. Oder?
Ah, Munition. Toll. Mehr nicht. Okay. Muss nachladen. Ah, 16-fach Zoom. Ah, alles klar. Und sobald ich hier diese Schwelle übertrete, gibt's neue Gegner. Oder? Und zack. Doch nicht. Was? Okay. Kann man hier runter? Wow, wow. Wow, au. Schön, dass ich so gut werfen kann. Granate raus! Bedrohung eliminiert! So. Wow. Oh Gott, wo sind die? Lade nach! Ich hoffe, die sind jetzt. Hat er sich selbst umgebracht? Oh Gott. Oh. Der Typ sich gerade selbst getötet? Wisst ihr was? Wir nehmen die hier. Und ich hoffe, die Musik wird nicht bei YouTube erkannt, von der Gamer. Wäre nämlich richtig blöd. Oder von diesem ID-System. Da kommt ein Nahkämpfer! Da kommt ein Teilteam auf 12 Uhr! Einer weniger! So. Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Okay. Wow. Vorsicht, die kommen von überall! Oh Gott, oh Gott! Oh, geht doch! Adios! Ah. Tango erledigt! Jo. Vorsicht, Tango will vorrücken! Die sind hier überall. Hier richtig in Action aus. Huiuiui. Überlebe. Weiter nach oben. Oh Scheiße. Habt ihr den Irren mit dem Messer okay. gesehen? Ja, war ja kaum zu übersehen. Nimm dich vor solchen wie dem in Acht. Die machen dich fertig. Schnell jetzt. Wir müssen Daniels finden, bevor die 33. beschließt, dass er die Mühe nicht wert ist. Alles klar, dann suche ich noch ein bisschen hier rum. Okay, Munition haben wir eigentlich genug. Ein bisschen nach. Achso. Ah, okay. Warum sagt er mir Munition voll? Hoppla. Warum sagt er mir Munition voll, wenn ich da keine Schüsse für habe? Oder nicht mehr so viel? Ah, okay. Klick, klick, klick. Ganz kurz eben, ich gehe mal oben und hol mir die M4. Da. Ach nee, das ist ein Sniper, okay. Kann ich da nicht drüber springen? So der Quatsch. Yes.
Okay, und... Ups. Zack. Geh doch nochmal der Entdeckung, hallo? Okay, Safe State. Wird es bestimmt ein paar Secrets geben und ich werde bestimmt auch ein paar übersehen haben, aber ist mir egal. Kommt durch das Gebäude! Werden die 33er nicht als Helden angesehen? Die Folter wirkt ein bisschen heftig. Ah, wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich. Wie kommst du drauf? Ich glaube, ich kenne ihn sogar. In Kabul reist du einen Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte, mit der man sich nicht gern anlegt. Ich habe nie mit ihm geredet, aber der Colonel vertraute ihm blind. Kam nie dahinter, wieso. Aber es scheint, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt. Und wieso denkst du, das ist derselbe Typ? Seine Stimme. So eine Stimme vergisst man nicht. Das Signal ist noch schwach, wir müssen weiter runter. Okay. Geheimnis. Hey! Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Lass ihn los, Labiel. Ganz recht. Finger weg von der Ware. Sie haben 30 Sekunden. Sagen Sie, was Sie wollen. Was ich will, sind Sie. Sie sollen mir offiziell von dem Völkermord erzählen, den Sie und Ihre Freunde dem Rest der Welt verheimlichen wollen. Unsinn! Sie wissen ja nicht, was Sie sagen. Schaff ihn raus! Ach ja? Ich sage Ihnen, was ich weiß. Ich kenne die Wahrheit, Mann. Und die Wahrheit ist, ich kenne jeden Auswanderer, jeden fetten Bonzen, der aus Dubai abgehauen ist. Und zwar ganze 2 Tage, bevor Ihre Behörde eine Meldung über die Stürme rausgehauen hat. Ich weiß, dass Ihre Frau und Ihre Kinder an dem Morgen abgereist sind und dass Ihre Geliebte heute Abend fliegt. Tarek Shubsala, Sie wissen nichts von Dubai, mein Freund. Wenn es so wäre, wüssten Sie, dass wir bestimmen, was die Wahrheit ist. Und kein Gegenbeweis, den Sie finden, wird daran etwas ändern. Und jetzt verschwinden Sie! Sie können die Wahrheit nicht verbergen! Oh, okay. Shame on you. Okay. Fucking shame on you. Interessant. Aber, liebe Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Schönen Tag noch. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Gary.